Zum Beispiel auch eine Kollegin jetzt von mir war jetzt in 8 Wochen in Portugal und hat dort quasi 100% mobil gearbeitet, hat da dann quasi immer dann abends, konnte dann am Strand laufen. Das war bietet Bosch so eine Art von mobilen Arbeiten an? Also das gibt es bei uns, das heißt bei uns Smart Work. Da hat jeder Arbeitnehmer die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Das ist auch in der Konzernbetriebsvereinbarung bei uns geregelt. Das heißt, jeder Arbeitnehmer hat eigentlich grundsätzlich mal Anspruch drauf. Es ist tatsächlich dann abhängig von der eigenen Position, von der eigenen Stelle, die man innehat, in welchem Umfang das möglich ist, wie auch vielleicht das Team, die Gruppe das lebt. Aber prinzipiell kann jeder zu einem gewissen Anteil mobil arbeiten. Okay. Wie läuft es dann ab? Hat man noch geregelte Arbeitsplätze? Also die Teams sind zugeordnet an den Standorten und Büros. Und es gibt in der Regel, oder mehr, immer mehr kommend, ist das Thema Shared Desk. Also dass man keinen festen Arbeitsplatz, keinen festen Schreibtisch mehr hat, sondern eben eine Bürofläche, wo man sich dann immer beliebig hinsetzen kann. Zudem gibt es auch Projektflächen, auf denen man sich aufhalten kann. Und habt ihr dann eine bestimmte Festsetzung, wie das vom Verhältnis ist, von Homeoffice-Tagen und Tag im Büro? Die einzelnen Bereiche haben für sich untereinander ausgemacht, okay, was macht für uns Sinn? Wie oft erfordert unser Bereich das oder unsere Arbeit ist, dass wir vor Ort sind, dass wir uns auch vor Ort treffen? Wie viele Möglichkeiten haben wir auch Smart Work zu praktizieren oder mobil zu arbeiten? In der Regel hat sich das so auf 2 bis 3 Tage Präsenz mal eingependelt. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich abhängig von den einzelnen Bereichen. Gibt es auch die Möglichkeit für Workation? Es ist möglich, zum Beispiel auch eine Kollegin jetzt von mir war jetzt über Weihnachten 8 Wochen, also bis ins Neujahr rein, 8 Wochen in Portugal und hat dort quasi 100% mobil gearbeitet, hat da dann quasi immer dann abends, konnte dann am Strand laufen, das war eine ganz schöne Erfahrung, also es geht, aber es ist halt einfach mit ein bisschen, man muss es prüfen, ist es möglich, in welchem Rahmen ist es möglich, aber wir bieten da tatsächlich viele Möglichkeiten an. Okay, super, dann Dankeschön. Hat sich alles beantwortet von meiner Seite aus. Hast du es geschafft für heute?